Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal wieder historische Orte. Wird auch ein recht kurzes Video bleiben, denn das hier ist schon der entsprechend historische Ort im Wald gelegen. Man darf davon ausgehen, dass von 1800, also 1800 bis 1819, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder 1818, dieser Ort entsprechend genutzt worden ist. Die dekorative Beigabe, die da oben drauf steht, lässt vielleicht vermuten, dass er nicht unbedingt für allzu familienfreundliche Unterhaltung genutzt worden ist, auch wenn man das damals eben durchaus als familienfreundliche Unterhaltung möglicherweise angesehen haben wird. Bei der letzten hier durchgeführten Hinrichtung war es Pflicht, dass sämtliche Schüler, also alle jungen Leute, die hier irgendwo zur Schule gegangen sind, weit und breit, mussten hier Pflicht anwesend sein und zugucken als abschreckendes, disziplinierendes Beispiel, dass man eben entsprechend keinen Mord begehen soll, weil sonst landet man auch hier eben entsprechend auf dieser Plattform. Schafott stammt wohl aus dem Französischen. Ich versuche gar nicht, das französische Wort auszusprechen, aber bedeutet so viel wie Bühne, Schauvorrichtung, eine erhöhte Fläche, auf der etwas gezeigt wird, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Also irgendwie so in diese Richtung. Bei diesem Schafott, wir sehen uns gleich noch genauer an, handelt es sich um eins der drei letzten, die es in Deutschland überhaupt noch gibt. Man hat die meisten dieser entsprechenden baulichen Tribünen eigentlich inzwischen abgerissen oder weiß nicht mehr, wo sie lagen oder sie sind aus sonstigen Gründen entsprechend verloren gegangen. Es gibt noch hier das Kalverschafott, da stehe ich davor. Es gibt noch mal noch zwei weitere, die auf ehemaligen Kasernen liegen, die auch noch länger genutzt wurden. Das ist also das am frühesten aufgegebene und damit noch älteste, am längsten ungenutzt rumstehende, sagen wir es so, Schafott, das wir in Deutschland finden können. So, kurzer Einblick in die Hinrichtungsgeschichte. Ich habe es mir eben noch ein bisschen durchgelesen. Also, die Idee, dass man Leuten den Kopf abhaut, damit sie dann halt tot sind, ist nichts Neues und wurde auf jeden Fall schon von den Kelten praktiziert, was wir von den Römern wissen. Die Kelten werden sehr lange praktiziert haben und es gibt auch Hieroglyphen aus dem alten Ägypten, wo irgendwelche Pharaonen, zumindest einer, die Haare in der einen Hand und die Axt in der anderen Hand seines eben enthaupteten Opfers entsprechend zu sehen ist. Ja, das ist alles nichts für Kinder, hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Ich schreibe es vorne hin. Die Idee, dass man jemandem den Kopf abhackt, ist wohl wirklich nicht neu und in der Menschheitsgeschichte also schon sehr lange nachzuweisen. Offiziell als übliche Hinrichtungsmethode eben von den Kelten, also damit einem Teil der Ureinwohner von der Ecke, die jetzt Deutschland heißt, praktiziert. Für die war das ganz normal. Da wurde also mehr oder weniger jeder enthauptet, bis die Römer kamen. Die Römer haben dann, zumindest da, wo sie das Sagen hatten, Enthauptungen verboten und man sollte doch bitte die Aufhängmethode wählen, um jemanden aus dem Leben zum Tode zu befördern, weil Enthauptungen, das war dann auch später noch eine Zeit lang im Mittelalter so, waren halt eben die ehrenhafte Hinrichtungsmethode. Es gab da quasi einmal die Standardenthauptung, also Kopf auf den Hackklotz legen und Hack, so ungefähr wie das jetzt mit diesem Schwert hier so aussieht. Und dann gab es noch die ehrenhafte Variante der Enthauptung. Da wurde der zu Enthauptende gebeten, sich hinzuknien und dann musste halt ein Scharfrichter kommen, der mit so einem Teil da auch durchaus umgehen kann, um dann möglichst eindrucksvoll mit hoffentlich, also für denjenigen, der das da gerade durchmachen darf, hoffentlich mit einem Hieb eben entsprechend diese Arbeit zu verrichten. Das hat oft nicht funktioniert. Eine sehr prominente Hinrichtung ist gerade für Schottland-Kenner Maria Stuart, die leider mit drei Hieben hingerichtet werden musste, weil der Scharfrichter noch relativ jung und unerfahren war und noch nicht so viel Übung hatte mit dieser Hinrichterei, wie das so genau funktioniert.
Ja, und wenn das dann halt mal ein bisschen unschön wurde mit dem Hinrichten mit dem Schwert, führte das wohl dazu, zumindest sagen das einige Historiker, dass ja das Volk mitunter dann gar nicht mal so begeistert von der Hinrichtung gewesen ist und dann nicht so viel Spaß hatte, wie es vielleicht ursprünglich geplant gewesen ist. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls hat man dann die Guillotine als humane und besonders menschliche Art, der Hinrichtung eben entsprechend entwickelt, weil die recht zuverlässig dann mit einem mal zack und dann ist halt die Rübe ab gearbeitet hat und nicht mit stümperhaftem Rumgehacke. Ja, hört sich furchtbar an, ist es auch. Boah. Gut, hier ist die letzte Hinrichtung, glaube ich, 1818 oder 19, ich blende es euch unten nochmal ein, durchgeführt worden. Die Hinzurichtende war eine Mörderin, die eine alte Frau, die 60-jährige Wanderbettlerin, weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, würde ich euch auch nochmal einblenden, ermordet hatte, weil aus Habgier, also Raubmord auf gut Deutsch, ne? Also umgebracht und das Geld geklaut. Die Täterin war wohl zeitlebens sehr arm, stammte aus einem sehr armen Elternhaus. Ihre Mutter hatte auch schon kein Geld. Inwiefern es da überhaupt einen Vater gegeben hat, weiß man nicht so genau. Und das ist leider, ist schon ein bisschen grausig, die Geschichte, sehr gut überliefert, wie das exakt abgelaufen ist. Es gibt da Gerichtsakten und ja, wie es da zu der Tat gekommen ist. Und man hat dann auch ein Geständnis von ihr dadurch bekommen, dass man ihr quasi damit gedroht hat, dass sie in die Hölle kommt, wenn sie jetzt nicht gesteht, und dann hat sie halt auch gestanden und dann saß sie eine Zeit lang in Calw noch im Gefängnis. Und für die ganz zart beseiteten Zeitgenossen jetzt einfach nicht mehr zuhören. Und im Gefängnis soll sie wohl so fett geworden sein, dass sie nicht mehr laufen konnte. Und deshalb musste man sie mit einem Karren hier rausfahren, hatte hier links und rechts, also nicht nur eine gemütliche Bank, sondern gleich eine Tribüne errichtet, da auf der anderen Seite auch noch, damit ganz viele Schaulustige, teilweise bis zu 2000 Schaulustige sollen sich ja eingefunden haben, das eben zu beobachten konnten, dieses Treiben. Und die Idee vom Schafott ist ja auch genau das, dass eben viele Leute das dann auch sehen und es als abschreckendes Beispiel für die allgemeine Bevölkerung dient, damit man ja eben kapiert, was einem droht, wenn man selber auch des Mordes schuldig wird. Ja, die Hinrichtung wurde dann so vollzogen, dass man sie an einen Stuhl gebunden hat, so einen bestimmten Hinrichtungsstuhl, der dann wohl auch entsprechende Vorrichtungen hatte, um da jemanden festzubinden. Sie ist dabei ohnmächtig geworden oder war es vorher schon? Und dann hat man wortwörtlich, da gibt es wie gesagt historische Quellen, steht hier auf einer Infotafel, also wer hier mal herkommt und kann das alles nachlesen, hat man ihr den Halse entblößt und erfreulicherweise ist es wohl gelungen, mit einem, nicht ganz diesem, aber einem ähnlichen Richtschwert wie diesem da dann die Enthauptung in einem Streich zu vollziehen. Und jetzt wird es noch grausiger, danach hebt nämlich der Richter den Kopf dann hoch, hebt den so triumphierend nach oben und erklärt, dass er hiermit gerade Recht getan hätte oder irgendwie sowas, genau den Wortlaut, müsste man auch wieder nachlesen, wenn man hier mal ist. Und der Kopf landet dann auf einem Spieß und wird öffentlich zur Schau gestellt. Ja, Praktiken, die seitdem nicht mehr durchgeführt wurden. Hier in der Region war das eben die letzte Hinrichtung, die durchgeführt wurde, und es war die vorletzte Hinrichtung in Württemberg. In Deutschland selber gab es da natürlich schon noch ein paar mehr, aber in dieser Form jedenfalls erstmal nicht mehr. Jo, das Schafott selber ist eben ein damit jetzt 220-jähriges Gemäuer, hat eine breite Treppe, ist ansonsten aus behauenen Steinen, nichts unglaublich Spektakuläres. Eine Stadtmauer aus der Zeit sieht ähnlich aus. Und dass da oben jetzt noch dieses Schwert ist, das ist natürlich so ein bisschen, ich weiß ja nicht. Also ich habe sowieso meine Schwierigkeiten mit Selfie-Punkten. Und natürlich, ich filme das jetzt auch hier ganz dramatisch und um Aufmerksamkeit heischend. Aber ich weiß ja nicht, ob es Leute gibt, die an sowas schon ihre Kinder fotografiert haben, da mit den Händen am Schwert. Und also ich bin ja wirklich auch nicht unbedingt zart beseitet, aber ich weiß nicht. Also gerade für Kinder,
Schwierig. Ja gut, das Richtschwert als solches, das ist hier natürlich, ne, das ist jetzt einfach ein einfaches Blechteil. Ja, aber authentisch ist, dass die Spitze fehlt. Das war ein schmutziges Schwert. Es galt als unehrenhaft, so ein Schwert zu führen. Anders als der Biedenhänder. Also dass das zweihändige Kampfschwert, das durchaus im Kampf auch mal eingesetzt werden konnte. Fragt da ein Historiker, wie das genau gewesen ist, aber... Ja, jetzt kann ich mir aber den kleinen Exkurs doch nicht rauben lassen im Schnitt und weise kurz auf diese beiden, beziehungsweise sind eigentlich beide dasselbe, Schwerter darauf hin. Das sind Beispiele für Zweihandschwerter, die so auch im Kampf benutzt wurden. In diesem Fall sind es Flambergen aus der Schweiz und waren sowohl im 1300, 1400 rum entsprechend im Einsatz. Die Idee war, dass sich Flambergenträger auch gerne als Doppelsöldner bezeichnet, weil sie den doppelten Sold bekommen haben, im Gegensatz zu anderen Söldnern, hinter den Pikenieren bzw. eben den Speerkämpfern, wenn man sie so nennen möchte, aufgestellt haben. Und während sich dann die beiden Schlachtreihen, also die Guten gegen die Bösen, genähert haben und sich gegenseitig da behackt haben, haben die Flambergenträger darauf gewartet, ein Loch in den Schlachtreihen zu finden, haben sich da dann reingestürzt und mit dem Teil eine Bresche geschlagen. Deswegen gelten die eben auch als sehr spezialisierte Sonderkrieger, die im Regelfall kein sehr langes Leben hatten. Aber das wäre ein Beispiel für einen sehr ehrenhaften Zweihänder, wenn mit sowas in die Schlacht gezogen ist. Der ist, wenn er dann lebend zurückgekommen ist, auch relativ ruhmreich zurückgekommen. Das Richtschwert war auch kürzer als der Biedenhänder, der wäre noch mal etwas länger gewesen, hatte dafür einen sehr langen Griff, ist also ein Zweihandschwert und diente aber wirklich eben bloß der Hinrichtung und drum war die Spitze nicht vorhanden, weil das ehrenvolle Fechten, das also auch mit einer Spitze eben entsprechend was zu tun hat, wir reden hier von 1800, ne? Da war das Langschwert, das mittelalterliche, schon längst nicht mehr in und man hat eher gefechtet, als mit Langschwertern aufeinander eingeprügelt. Feuerwaffen gab es da ja auch schon, mehr oder weniger. Also daher dieses Richtschwert, ein sehr, sehr unehrenhaftes Teil. Und derjenige, der das geführt hat, war halt auch nicht besonders hoch angesehen. Ne? Gewöhnungsbedürftig. Aber nichtsdestotrotz ein historischer Ort. Und da ich jetzt schon hier war, wollte ich das gerade eben einfach nicht vorenthalten. Und ja, also ehrlich gesagt bin ich gar nicht so böse, wenn ich jetzt hier wieder weg bin. Aber ganz interessant, dass so ein Ding mal erhalten geworden ist. Und es ist halt auch Geschichte. Es ist definitiv auch Geschichte. Und mit der sollte man sich meiner Meinung nach in jedem Fall auseinandersetzen. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit erfreulicheren Themen, mit Sicherheit. Macht's gut.